So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft 1.72 mit Mods. Dabei bin wieder ich und die Saphira. Heyo. So, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was gebaut offscreen. Kurz ein Dach drauf gepflatscht, dass hier keine Monster und Gewürm reinkommt. Wir hatten nämlich vorher wieder Probleme mit dem Creeper hier. Aber das haben wir offscreen geregelt, das war kein Problem. Okay, gut, dann mache ich mal weiter. Ja, ich habe auch ein bisschen an unserem Haus nochmal gebaut. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt mache ich nochmal hier ein Stockwerk drüber. Aber das mache ich nicht heute, sondern ein andermal. Und ich gehe jetzt nochmal ein bisschen minen. Oh, hier liegt Fleisch rum. Lecker. So, und wir wollen heute den Metallformer bauen. Damit können wir dann nämlich unsere Metalle zu Platten günstig machen und zu Kabeln. Da werden wir uns heute drum kümmern. Da gibt man jetzt hier mal Metall F ein für Metallformer. Und da sehen wir hier, schön brauchen wir natürlich eine Basismaschinenhülle wieder und einen elektrischen Schaltkreis. Kein Problem, aber hier ist was Neues dazugekommen, nämlich eine Spule und ein Werkzeugkasten. Und eine Spule besteht aus 8 unisolierten Kupferkabeln und einem Eisenbarren in der Mitte. Und die Werkzeugkästen bestehen aus Bronze-Itemhülle. Okay. Um Bronze zu machen, brauchen wir nämlich Zinn- und Kupferstaub. Das haben wir jetzt zum Glück beides da. Das können wir hier mal ein bisschen mixen. Und zwar mixen wir das einfach so zusammen. Das haue ich hier mal in den Ofen. Und dann werden wir das zusammen mal bauen. Ja. Ich gehe jetzt nochmal kurz an meinem Todespunkt. Kurz zurückgucken, ob da irgendwas noch liegt. Wenn nicht, mache ich diese Meldung aus, denn dieser Totenkopf, der nervt. Etwas. Oh, wir könnten uns aus den 4 Diamanten demnächst mal eine Spitzhacke machen, damit wir an die Obsidianblöcke hin können. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Genau, weil ich auch nämlich den Zaubertisch demnächst machen wollte. Au. Nicht doch. So. Also hier liegt überall Zinn rum. Und Gold. So, ich muss mal wieder meine Bäume überprüfen. Kurz. Oh, da ist ein richtig schön großer Baum gewachsen. Gut. Nochmal Zinn und da ist nochmal Zinn. Demnächst bauen wir uns ein Zinnhaus, wenn es so weitergeht. Ja. Nein, ich will da hoch. Und da komme ich. So Kupfer habe ich auch gefunden. Ja, mit dem Schwert lässt sich es natürlich schwer abbauen, ist ja wohl klar. Ach so, ich wollte ja noch den Eimer mitnehmen wegen der Lava. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Autsch. Ja, wirr du nicht rum, denn ich tue dir nichts, wenn du mir nichts tust. Aber ich weiß, dass du mir was tun wirst. Okay, also irgendwie spinnt diese eine Mod schon irgendwie so ein bisschen rum, diese okay. Inventory Tweaks. Muss ich echt mal danach gucken. So.
So, natürlich müssen wir hier diese Sachen noch schnell einmal per Hand machen. Ach so, das war so. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müssen wir die Platten gleich nochmal zu Bronze-Itemhöhlen. Da kriegen wir allerdings zwei Stück raus, deswegen ist das ganz gut. Die müssen wir, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen dann noch Truhen. Ah, schon wieder ein Creeper. Zwei Truhen brauchen wir da noch schnell. Weg, weg, nicht explodieren. Ah. Eins, zwei. Und jetzt brauchen wir Kupferkabel. Oh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Kupfer sammeln gehen, denn so viel Kupferkabel habe ich jetzt nicht mehr. Haben wir zufällig noch ein bisschen Kupfer da? Drei Kupfererz habe ich da. Drei ist nicht viel, aber es, ja, vielleicht reicht's ja doch. Und der Ofen, der zieht aber ganz schön hier. Er braucht viel Sprit. Also ich will jetzt keine böse Überraschung erleben. Hoffentlich reicht das Kupfer noch, was ich habe. Sieht allerdings nicht gut aus eigentlich. Nee, ich glaube nicht, dass das reicht. Wie viel bräuchtest du noch? Vielleicht finde ich ja hier unten noch was. Also ich brauche, glaube ich, ich brauche 24 Kabel. Ah, einen Schaltkreis brauche ich auch noch. Das heißt, ich brauche noch mehr. Ich brauche 30 Kabel. Das heißt, ich glaube Ja, ich habe. 15 Kupfer brauche ich. Ich Also glaube, ich habe Kupfer gerade gefunden. 7 oder 8 Kupfererz brauche ich dann. Links und rechts gucken. Obwohl, das könnte sogar Nicht. eigentlich reichen, was ich hier habe. Eventuell reicht sogar. Ich probiere mal ein bisschen rum. So, 2, 4, 6, 8. 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Nein, schnell, 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 schnell. Ha. So, Ein jetzt machen wir Fehler mal von der Lava. Kabel. Zu meinem Glück. Also brauchen wir Eisenbarren. Oh, da sieht es auch übel aus, Eisenbarrenmäßig. Da muss ich gleich mal was machen. Eisenstaub und da haben wir zerstoßenes Eisen. Ja, das Eisen wird es, glaube ich, nicht mehr in den nächsten Prozess schaffen bis jetzt. Da muss ich noch, muss ich dann das verbrennen, leider, um Eisen erstmal zu bekommen. Aber das geht jetzt nicht. Normalerweise würde ich das Zeug in die Erzwaschanlage schmeißen, aber ich glaube, das reicht mir noch nicht. Da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Eisen mehr. Okay, erstmal so. 1, 2, 3 Spulen. Und was war es jetzt noch? Dreimal Spulen, zwei Werkzeugkästen, einen elektronischen Schaltkreis. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir hatten noch irgendwo zwei Kabel. Ja. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Eisen. Das ist verdächtig nah. Wo Neun bist du? Da, das geht ja gar nicht. Ich brauche es. Oh Leute, das muss ich wegen ein bisschen noch einen ganzen Hammer machen. Aber so ist das. Leider hat es nicht ganz gereicht. Kurz vor der Metallform musste ich mir doch noch kurz einen Hammer bauen, damit ich das noch verarbeiten kann. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall schon mal 8 Stück. Na, wo bist du denn? Zeig dich doch endlich. Okay, damit hätten wir, glaube ich, den Metallformer fertig. Oh, er braucht 10 EU, braucht er. Supi. So, und jetzt können wir hier billig unsere Platten herstellen. Einfach rein. Hier muss man umstellen auf Rolling, dann werden die zu Platten verarbeitet. Hier sieht man natürlich das Symbol, Hammer-Symbol. Macht dann dasselbe, was der Hammer machen würde. Cutting funktioniert nicht. Das geht erst, wenn die Platte drin wäre. Extruding macht aber jetzt, würde Kabel draus machen, aus Eisenbarren direkt. Brauchen wir aber nicht, weil das sind diese Hochleistungskabel, die brauchen wir erstmal nicht. So. Oh, wir sollten vielleicht uns kurz hinlegen, oder? Ach so, Ich lieg schon. Bett habe ich. Mach mal hier kurz die Steine weg. Ich hoffe, dass ich. Nein, ich kann nicht schlafen. Ich will schlafen, ich will schlafen, ich will schlafen. Nein, es geht nicht. Na, dann zeig dich doch. Oder lock dich halt einfach schnell aus und wieder ein.
Ich möchte eigentlich schlafen. Na gut, machen wir es halt so. Okay, passt. Oh je, gerade eben hat Algerien schon das dritte Tor geschossen. Ich glaube, das wird heute nichts für Korea. Nein, das glaube ich auch nicht. Gestern hat ja Deutschland gegen, wer war das nochmal? Ghana 2-2, ja, aber das war Ghana. auch echt übel knapp, das Spiel. Ich bin Ja. zwar jetzt nicht, muss ich ehrlich zugeben, nicht so der Fußballfan, aber Deutschlandspiele gucke ich natürlich auf jeden Fall an. Da war echt, boah, eigentlich ganz schön. Habe ich gedacht, oh, was passiert denn jetzt? Gleich zwei Tore kassiert hintereinander. Oh Mensch, Leute. Aber ist ja noch alles mehr oder weniger eigentlich gut geworden. Aber ich glaube, Ja. das Spiel können sie eigentlich vergessen. Ich weiß nicht, ob du es auch gerade nebenher anschaust. Ich gucke es mir gerade so ein bisschen nebenher an. Ja, was ist das denn für eine Spinne? Eine Höhlenspinne. Aber jetzt ist aber Halbzeit. Ja, ich lasse es im Hintergrund laufen. Aber ich habe hier natürlich zu tun. Alter. So, aber hier nochmal zurück jetzt. So, wir haben den Metallformer. Wir können jetzt mal gucken, was wir hier noch für schöne Maschinchen bei Industrial Craft haben. Als nächstes wäre natürlich die Erzwaschanlage ganz gut, wenn wir die bauen. Aber demnächst möchte ich auch mal kurz auf Meteorsuche gehen. Das wird wahrscheinlich dann im nächsten Part der Schwerpunkt werden. Oh ja, da komme ich mit. Da werde ich mir mal ein. Ich hoffe, dass es unter Detektor läuft. Nee, Au. Scanner vielleicht? Ich brauche Ah, nee, muss Verfüllen. ich. Es gibt nämlich so einen Meteor-Scanner oder keine Ahnung, Detektor. Den muss ich aber erst wieder suchen. Dann habe ich, weiß ich nicht auswendig. Ah, Meteoritenkompass. Vier Eisenbarren und einen geladenen Certus-Quarzkristall. Oh. Ja, Hier da steht sogar müssen eine wir gucken. Beschreibung. Geladener Certus-Quarz entsteht durch Einfügen eines ungeladenen Certus-Quarzkristalls in ein Ladegerät, das Energie erhält. Uff. Okay, ich kann mir vielleicht vorstellen, was die damit meinen. Dazu nehme ich mal so ein Kristall hier raus und stopfe den mal einfach hier rein. Also dieses. Nö. Ah, ich habe einen Dungeon gefunden. Das geht nicht. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Schade. Ich Ha! hoffe. Man kann mit dem Schwert tatsächlich diese Spinnennetze kaputt machen. Das ging ja in der 164 ja gar nicht. Oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst sterbe ich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, passt schon. Ich werde gerade selber nicht schlau, was die. Ich muss mir das nochmal genau anschauen, was die damit meinen. In ein Ladegerät, das Energie erhält. Nach Ein Ladestand. Ladegerät. Vielleicht muss ich da eine Badbox erstmal bauen. Okay, bauen wir eine Bad. Oder gib mal Ladegerät ein, vielleicht. Vielleicht kommt Ah, guckt mal was. an. Es Und? gibt tatsächlich ein Ladegerät. Ist der schwer zu bauen? 5 Eisen und. Ach du Scheiße. Fluix-Kristall. Muss ich gucken, wie man den baut. Ach du Heilige. Okay, das sagt mir schon alles. Wird ein geladenes Certus-Quarzstück plus 1 Netherquarz plus Redstone-Staub nebeneinander in eine Pfütze. Ist aber auch kein Deutsch, oder? Ich kann es leider nicht sehen. Lese es mir doch einfach vor. Warte einen Moment. Certus-Quarz. Oh, das ist schon blöd geschrieben. Ah, die meinen also, da brauchen wir erstmal einen geladenen Certus-Quarz. Den haben wir ja aber sowieso nicht. Also, toll. Das ist jetzt ein scheiß Kreislauf, weil ohne das Ladegerät kann ich ja keinen Kristall laden. Aber um das Ladegerät zu bauen, wollen die sozusagen einen geladenen Certus-Quarz haben. Okay. Aua, 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 Dann aua. wird es wahrscheinlich so sein, dass wir das, finden müssen noch. Das heißt, wir könnten noch ein kleines bisschen farmen gehen eigentlich schnell. Nur so ein bisschen will ich eigentlich. Oh, halt. Na, warum gehen die denn nicht kaputt? Machen wir noch ein bisschen Eisen in der Zeit. Später werden wir Noch das alles nicht. automatisieren. Das ist kein Problem. Aber jetzt im Moment haben wir das noch nicht. Ich tue mal alles mehr oder weniger Unwichtige weg. Weil ich müsste mal so einen geladenen Zernusquarz finden. Sollte eigentlich möglich sein. So, Schwert nehme ich lieber mal mit. Brot habe ich noch da.
Weizen kann den Zerkleinerer. Ach ja, wenn du mal das Feld mal leer machst, hier im Zerkleinerer einfach mal reintun, da kommt dann das Mehl wieder raus, ja? Ja, genau, das habe ich ja schon mal gemacht. Oh, ich habe hier sogar noch Mehl. Nein, nein, geh weg! Oh, das war wieder knapp. Ein halbes Herz ist mir stehen geblieben. Jetzt muss ich mal ganz kurz weg, Ich weg, mache mir, weg. glaube ich, noch schnell eine neue Hacke, sonst bricht die mir, glaube ich, ab. Komm, wir machen gleich zwei Stück. Oder halt, genau, ich mache mir eine und ich werde mir jetzt drei Diamanten mal schnappen, um dann doch eine Diamantspitzhacke zu bauen. Aua! Wow, Nein! Mist. Scheiße. Und wieder Ach, hier aufgewacht. guck, wir wollten noch gucken, ob Set Spawn funktioniert. Vielleicht sollten wir das mal einfach ausprobieren. Ah, T. Bett wurde blockiert. Set Spawn. Über in die Luft gefahren. Okay, unbekannter Befehl. Scheiße. Help. Help. Ah, ich müsste mein Clear. Bett wirklich stehen lassen. Bannlist. Ach Ah, du Scheiße, es gibt 9 Help-Seiten. ja. Ah, ja damit. Meine Blume. Meine Blume. Ich werde mal den Befehl schnell raussuchen. Ich weiß, ich sollte mich beeilen, denn mein Zeug verschwindet. Save all? Was heißt save all eigentlich? Kann man so die Welt abspeichern? Okay, nicht schlecht. 6, Spread Player. Test for Block. Time Command. Spawnpunkt. Oder Spawn. Ach nein, warte. Spawn. Okay. Spawn Point. Ah, du musst in die Konsole T, also T öffnen, die Konsole, dann diesen Schrägstrich und einfach Spawn Point. Also warte, Spawn Point. Also mit dem Schrägstrich. Und dann wird da, wo du stehst, dann hoffentlich dein Home gesetzt. Ich hoffe es. Ah, ich hoffe es mal. Bin mir gerade nicht sicher, aber. Denn das Gelaufene. Okay, ich komme jetzt mal ein bisschen in die Mine runter. Aber frag mich nicht, wo, bitte, wo ich war. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich gehe eher ein bisschen weiter oben, versuche ich mal mein Glück, weil ich glaube, dass dieser Zertusquarz so tief gar nicht wächst. Ich grab mich erstmal hier auf 25 mal ein bisschen rein. Hoffe, da finden wir ein bisschen was gleich. Ach, die Creeper sind doch gemein. Das ist doch jetzt ein Foul ist das. Boah, Lapis Lazuli Erz. Geh mal hier noch Schönes mal Ding. runter und suchen unser Zeug, denn ich sehe das jetzt nicht ein, dass mich der Creeper einfach von hinten erschreckt hat. Das darf nicht wahr sein, das ist mein Zeug. So. Wirklich nur, wo ich lang muss. Das war doch. Ja. Du mich auch. Ich erschlag dich jetzt mit Eisblume. Komm. Wenn diese Ja. Dreckbrocken bei mir gerade zerspringen, sieht das aus wie so kleine Blitze. Bam, 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 bam. Voll hart eigentlich. Das nervt aber ganz schön eigentlich. Eigentlich sollte man unter der Erde den Shader rausmachen. Aber bin ich zu faul dafür. Klar, in echt kann man die Sonne auch nicht abstellen und die Überstrahleffekte. Ich möchte halt, ich war unten. Wow, Irgendwo. Kohle gefunden. Nebendran gleich Blei und gleich Kupfer. Boah. Schlecht, Herr Specht. Ah, war ich jetzt. Nein, da komme ich ja her. Also war ich ja quasi. Denk dran, die Items werden nach 5 Minuten gecleared. Ja, ich weiß. Ich bin schon. Aber du hast da Ha! dein Death Point drin. Ja. Dürfte da eigentlich kein Problem sein. Party! Schwert anlegen. So. Brot. Nebendran. So. Ich höre schon wieder irgendwo ein Enderman. Haben wir jetzt alles? Boah, 6-mal Lapis, 7-mal Lapis Lazuli gerade gefunden. Sogar 8-mal. Wow. Schöne große Ader erwischt. Und wieder Saphira-Erz.
Ja, ich habe mich auch schon 8-mal wieder gefunden. Jetzt stirbst du aber. Nein. Wo kam denn der Creeper her? Die sind gemein, die Biester. Man hört sie erst, wenn sie anfangen zu zischen, aber dann ist es eh schon zu spät eigentlich. Ja. Dann gehst du kaputt. Voll fies bei den Viechern. Ich hoffe, du gehst mit dem Schwert kaputt. Nein, nicht spawnen. Nein. Ach, ihr seid doch gemein. Jetzt hätte ich es fast gehabt. Fast. Das ist ein Spawner. Oder? Ja. Ah, er geht kaputt. Oh, das ist gut. Ich habe hier auch irgendwas. Genau, wir wollten mal den Nether noch schauen. Deswegen wollte ich eigentlich Obsidianer bauen. Dann versuche ich mal jetzt ein bisschen Obsidian zu finden erstmal. Ich hoffe, ich weiß noch, wo das war. So, jetzt sehe ich euch. Achso. Das ist aber gar nicht gut. Machen wir es halt. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle schon wieder Schluss. Ich meine hier noch ein bisschen fröhlich rum oder wir zwei meinen noch ein bisschen. Und dann schalten wir später wieder ein und dann sind wir ein bisschen weiter. Vielleicht habe ich da auch diesen geladenen Zertusquarz gefunden. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erst noch sehen. Mal gucken. Ist es schon wieder so weit? Nein, ja. Nein, wie die Zeit vergeht. Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao.